Ja, wir haben im Storage ganzen Ablauf, was das Thema KI angeht, also speziell jetzt auf Architekturen bezogen, verschiedene Stages. Also das heißt, die Daten müssen gesammelt werden, sie müssen verarbeitet werden, sie müssen präpariert werden, sie müssen vielleicht mit Metadaten versehen werden. Dann werden sie hochgeladen in die Verarbeitungsengines, dann wird das Ergebnis optimiert und dann gibt es dann irgendwann ein Ergebnis. Und in dieser Phase habe ich, was das Thema Storage angeht, natürlich verschiedene Disziplinen. Also ich muss erstmal Daten sammeln, typischerweise Data Lake. Kann man aber auch kleiner machen, eine Data-Pfütze reicht oft schon aus, in Anführungszeichen, um die Daten zu sammeln. Also das heißt, die erste Option oder der erste Schritt ist erstmal, habe ich genug Speicher, die Möglichkeiten, mir so einen Data Lake aufzubauen. Heißt was? Ich brauche verschiedene APIs, muss ich Hadoop integrieren, muss ich NAS-Systeme integrieren, etc. etc. Dann brauche ich ab einem gewissen Punkt auch die Performance zum Thema Training. Dann sind wir halt bei dem Thema Performance, Flash, NVMe, etc. Dann sind wir vielleicht irgendwann bei dem Thema der Metadaten. Das heißt, die Daten müssen geladen werden, sie müssen getaggt werden. Wie habe ich Tools an der Hand, um diese Daten denn aufzubereiten, zu taggen? Mit mehreren, gegebenenfalls 100, 200, 500 Tags. Dann muss ich diese Daten eben auch finden, weil, was wir gelernt haben, die Zeit, die ein typischer Data Scientist verbringt, sind teilweise 2/3 dieser Zeit für Datensuche. Das sollte natürlich nicht sein. Diese Menschen sollten ihre Arbeit verrichten können. Das heißt, sie sollten die Daten präpariert vorfinden, damit sie loslegen können. Und dann müssen die Daten gegebenenfalls gesetzeskonform archiviert werden. Man denkt dann an die Automobilbranche. Es gab einen Unfall, die Versicherung, die rechtliche Lage muss geklärt werden. Mit welchem Algorithmus wurde dieses autonomes Fahrmodell erstellt? Ist das ein Fehler im Programm etc. etc. Also das heißt, man hat, was das Thema Storage angeht, nicht nur eine Disziplin, Performance oder auch ein Data Lake, sondern man hat wirklich einen ganzen Prozessschritt, einen ganzen Prozessflow, den man einhalten muss. Und es ist momentan ein absolutes Überthema, auch was das Thema Storage angeht. Also nicht nur das Thema CPU, GPU, sondern auch wirklich im Infrastrukturenbereich und speziell im Bereich Storage. Wie ich schon sagte, das ist ein Projektname gewesen, MetaOcean. Das speziell das Thema Metadaten taggen innehat. Also das heißt Analyse von Daten, Taggen von Daten. Das System zeigt einem in den ersten Phasen auch schon mal auf, ob ich überhaupt die Pletten habe im Speichertopf, in den Speicher-Oceans, in den Data-Oceans. Ich kann die Daten verlagern und dieses ganze Taggen kann dann automatisiert passieren mit bestimmten Policies oder auch manuell. Bestimmte Workgroups kriegen halt eigene Tags, mit denen sie arbeiten können, etc. etc. Und ja, wir werden aus diesem vorsichtigen Projekt ein Produkt bauen. Das wird auch demnächst auch noch angekündigt. Also da kann der Data Scientist dann wirklich sehr viel seiner Zeit sparen mit diesen Tools aus dem Hause IBM.